Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part des Orsborn Modpacks. Ich habe keine Ahnung, welcher Part das von Mod Traveling ist, aber bei Orsborn ist es Part 4. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall, waren wir ziemlich produktiv eigentlich. Ja, wir haben uns Duct Tape gemacht. Und in diesem Part gehen wir Minen. Hier. Und ich habe mich entschieden, ich werde mein anderes Poison Sword dem Girlfriend geben. So, ja. Zack. Das Steinschwert nutzt sich nämlich überhaupt nicht ab. Und da wäre es wirklich tausendmal intelligenter, ihr dieses Schwert zu geben. So, das Schwert benutze ich also nur im Notfall. Sie hat jetzt ziemlich OP-hafte Sachen. Okay, aber wohin gehen wir? Ich glaube, ich grabe mir einfach hier mal eine Mine. Das sollte ich wirklich mal machen. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Modpack zu fliegen. Also, ob es ein Jetpack gibt oder so. Das würde ich mal gerne wissen. Jet. Yeah. Jeffrey. Nein, ich brauche kein Jeffrey. Okay, es gibt sehr große Monster. Das macht mir Angst. Ganz viele Ancient Dryads Sachen. Alter. Es gibt viele Sachen. Mantis Claw, 10 Schaden und what? Fairy Sword. Cool. Warte, was habe ich gesucht? Ach ja, genau, irgendwas. Chainsaw. The Ultimate Axe. Big Bertha. Nightmare Sword. What? Ich fühle mich klein. Ja. Ja, irgendwas zum Fliegen. Gibt es irgendwas, womit ich eventuell fliegen könnte? A freaking Raygun. Ja, eine Raygun. Krass. The Prince, okay. Ach hier stimmt. Ein Cage könnten wir uns machen. Miner's Dream. Ach, das war... Ah, das. Random Dungeon. Huch, es ist billig. Keine Ahnung. OMG, no, don't do it. Ein Apfel also. Und ob ich das machen werde. Moth Scale. Experience Orb Catcher. Was will ich mit Experience Orb? Queen Scale, Lapis Lazu. Eine Lapis-Rüstung ist gar nicht mal so schlecht. Okay, es gibt nichts, womit ich fliegen kann. Was ist das hier? Ich krieg XP und es ist ein Engine. Ja, schon wieder Slime. Schon wieder ein Slime. Spawn-Ding. Weil, wie ihr wisst, brauche ich das für Duct Tape. Und das ist ziemlich gut, weil damit kann ich Werkzeuge reparieren. Mhm. Später bei richtig krassen Werkzeugen oder bei meinem Poison Sword ist es sicher nützlich. Ich liebe dieses Modpack. Ich nehme immer noch in einer Session auf. Der zweite bis vierter Part ist alles hier am Samstag aufgenommen. Kohle kann ich mitnehmen, ja. Für mehr Bacon. Bacon! Yeah! Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Bacon mögt. Und warum ihr Bacon mögt. Ich mag es ja, weil es einen Regenerations- und Stärke-Effekt gibt. Das ist toll. Ich muss beim echten Leben auch Bacon essen. Dann werde ich mächtig. Alter, mein Bein kratzt. Das ist nicht so fein. Jetzt muss ich mein Bein kratzen. Ah, das tut gut. Ja. Okay. So, jetzt können wir weiter minen. Wir sind auf Höhe 57. Das heißt, wir sind noch relativ hoch. Okay, wir machen uns jetzt am besten einfach eine neue Werkbank und machen uns direkt eine neue Spitzhacke. Fackeln mussten wir auch irgendwie noch voll wenig benutzen. Ja, Eisen. Ich frage mich, ob das für euch zu dunkel ist. Deswegen mache ich jetzt hier mal eine Fackel hin. Es gibt ja auch viele, die schauen es auf dem Handy an. Also locker 20% oder so. Und auf dem Handy, weiß ich, ist alles etwas ein bisschen dunkler.
Aus Eisen kann ich auch sicher sehr viel machen, oder? Ja, Eisen. Ja, also Ultimate Sword, cool, ne? Weil ich auch so viel Uran. Oh, es gibt sogar einen ultimativen Bogen. Das Nightmare Sword, ja, das kann man mal machen. Woher bekomme ich Nightmare Scale? Es gibt sogar eine ultimative Fishing Rod. Oh, die werde ich mir ganz sicher machen. 666 Attack Damage, okay. Ja, warum nicht? Critter Cage müssen wir uns machen. Da können wir Viecher einfangen. Ich weiß, es ist unglaublich sinnvoll, aber Slice. Warum sollte man ein Schwert, das 500 Schaden macht, auf ein Schwert mit 500 Schaden? Warum? Squidzooka. Ich will eine Squidzooka. Gebt mir die Squidzooka. Übrigens, du bist ein kleines bisschen im Weg, ja? Also, danke. Nein, das war nicht geplant. Hoffentlich. Eigentlich wisst ihr, der Hauptgrund, warum ich meine und nicht erkunde, ist der, ich will Ancient Dried Spawn Eggs. Die sind ultra OP. Vielleicht finde ich sogar die ein oder andere Cave-Höhle. Oh, Höhe 40. Wir nähern uns der Höhe, auf der Gold zu finden ist. Das ist fein. Und ich brauche eine Eisenrüstung. Ich glaube, ich mache mir am Anfang eine Eisenrüstung und ja, generell, ich muss einfach nur viel Eisen sammeln und dann können wir auch weiter mit dem Modpack machen. Also wir können uns dann wirklich intensiv damit beschäftigen und Dungeons erobern. Die Dungeons findet man, wie ihr sicher bemerkt habt, überall. Man muss nur ein bisschen rumlaufen. Eisen! Also ich habe eine Trock ich habe ich ich habe eine extrem trockene Kehle. Ich muss was trinken. Ich werde jetzt einfach mal so lange, wie ich grabe, ein bisschen ruhig sein, weil es wirklich weh tut. Ah, das tut gut. Ui, eine Höhle. Wunderbar, wunderbar. Das war mein Ziel. Ja, wie ihr wisst, in Höhlen ist es tausendmal einfacher, Diamanten zu finden. Es sei denn, die Höhle geht hoch und runter. Denn dann ist man nicht auf Höhe 12. Aber man muss auf Höhe 12 sein. Und da ist es halt wesentlich einfacher, Diamanten zu finden, weil die einfach nun ja in den Wänden drin sind und man muss nicht graben. Sie werden nicht häufiger generiert, sondern man findet sie einfach einfacher. Ja, man findet sie einfach einfacher. Cool, nicht? Cool, und wir kommen. Eisen, Eisen, Eisen. Huhu. Ich finde, es sollte einen Minecraft-Song in den Charts geben. Ich höre eh nie Musik. Von daher ist mir das Schnurzpiep egal. Ich wollte eigentlich nicht reden. Ja. Ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Nehmt es nicht zweideutig. Nein, jetzt muss ich mir eine Spitzhacke craften. Oh, das ist anstrengend. Oh, ich leide. Oh. Hm, das war anstrengend. Ja, natürlich war es nicht anstrengend. Wer es jetzt wirklich geglaubt hat, der... Du bist ziemlich aggressiv, hat dir das schon mal jemand gesagt? Das mag ich an dir. Eisen, 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 Eisen. Ich frag mich, was der Fabian in diesem Moment tut. Ich wüsste echt gerne, was der Fabian in diesem Moment tut. Ich vermisse ihn ein kleines bisschen. Damit ich ihn ärgern kann. Eisen, Eisen, Eisen. Und jetzt sagt nicht, ich habe da Gold übersehen. Ich kann das Gold überhaupt nicht abbauen.
Da oben ist auch Eisen. Ich mag Schluchten. Oh, wir sind... Alter, wir sind sogar Höhe. Höhe 18. Ab Höhe 18 ist es möglich, Diamanten zu finden. Nur leider ist, ist es sehr unwahrscheinlich, da Diamanten immer noch selten sind und auch auf Höhe 12 kaum zu finden sind. Wenigstens haben wir ein vernünftiges Höhlensystem. Denn an Höhlen kann man immer rumlaufen und schönes Eisen mitnehmen. Warte, ich glaube, man braucht 24. Ja, wir können uns eine Eisenrüstung auf jeden Fall locker craften. Wir haben genug dafür. Es ist wirklich so, wenn man einfach nur ein kleines bisschen in der Höhle rumläuft und Sachen abbaut, kann man sich direkt eine Eisenrüstung bauen. Ich verstehe auch nicht die Logik, dass aus einem so ein Erzding direkt eine ganze Eisenwache wird. Ich habe nichts dagegen, aber man hat da doch schon am Ende des Spiels sehr viel Eisen. Nach ungefähr einer Stunde graben oder so. Ja, okay, wer gräbt auch schon eine Stunde? LOL. Wir haben tatsächlich ein Emerald gefunden. Das heißt, wir können uns ein neues Poison Sword machen, wenn wir wollen. Den können wir aber auch nicht abbauen, Kinder. Für den braucht man eine Eisenspitzhacke. Ich kann es euch gerne beweisen. Guckt. Ja. Ich hätte ihn sogar schon fast zerstört. Ich habe zum Glück früh genug losgelassen. Ach ja. Alter, ich bin sogar schon fast Level 30. Jedes Mal, wenn ich dich anschaue, denke ich wegen der Bossleiste, hier ist ein Bossmonster. Ist das ein Emerald Block? Man kann sich drei Schwerter daraus machen. Give it to me. Now. I want to have it. Wehe, du springst in die Lava. Ich will da hoch zum Eisen. Spannende Höhlenerkundungen mit Ruben. Thumbnail. Thumbnails. Woohoo. Es sieht wunderschön aus. Was ist eigentlich euer Lieblingserz in Minecraft? Und sagt jetzt nicht Diamanten, bloß weil sie ganz stark sind. Also ich finde ich fand Lapis Lazuli eigentlich schon immer, obwohl es sehr nutzlos war. Okay, Diamanten ist mein Lieblingserz. Ich habe nichts gesagt. Hier sind sehr viele Erze. Ich liebe es. Ich hatte wirklich noch nie so viel Glück. Und hier direkt einfach mal ein bisschen Diamanten, ein bisschen Gold. Einen fucking Emerald Block. Und ja klar, noch mehr Diamanten. Ich fühle mich gerade wie der reichste Babbo der Welt. Wo gibt's noch Eisen? Naja, da, ich glaube, da, ja, stimmt, da unten gibt's Eisen. Aber ich glaube, ich mache mir wirklich als erstes eine Eisenspitzhacke, damit ich das alles auch abbauen kann. Aber, Junge, ey, Alter. Wenn meine Stimme jetzt nicht so... Wenn sich meine Kehle jetzt nicht so... Ihr wisst schon. Anfühlen würde, dann würde ich jetzt... schreien. Ja, 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 ich habe Diamanten gefunden, ihr Noobs. Ich bin der Beste. Ich muss mir... Wisst ihr, ich mache mir jetzt sofort eine Eisenrüstung. Dieses Hemd ist unerträglich. Peacock Feather Chestplate. Bitte nicht. Und ich glaube, ich markiere den Höhleneingang, sonst finde ich den nie wieder. Ja, okay, ja. Vielleicht würde ich ihn doch früher oder später wiederfinden, aber ich kenne mich. Höhleneingänge sind so eine Art ja, unfindbar für mich. Cool, wir haben beide einen Poison Sword, wir können normale Monster one-hitten. Ich will jetzt einen Enderman farmen. Okay, nein, doch nicht. So, die Aufnahme geht 15 Minuten. Das ist eigentlich die perfekte Zeit zum Aufhören. Aber, wisst ihr was? Ich gebe euch noch 5 Minuten Bonus extra. Alter, 48 Eisen. Ancient Dried Slime. Ja, wir können uns noch ein neues Duct Tape machen. Duct Tape. Und, was ich jetzt auch direkt mal machen werde, ist eine Cobblestone-Kiste. Die kommt dahin.
Ich glaube, ich muss auch eine Fischkiste machen. Obwohl, sicher bin ich mir dann nicht. Ja, ich kann einen Helm machen. Ich bin der wunderschönste. Ich habe zwar kein Gesicht, also mein Skin hat kein Gesicht. Aber das ist mir egal. Kann ich den einmal... Nee, ja, stimmt. Man kann den Mädchen geben. Finde ich ein bisschen faul von den Entwicklern. Aber egal. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Slimes! One hitte sie alle! Das war nicht geplant. Schlag mich nicht, ich bin ein One-Hit. Alter! 9 Slime-Bälle, wir können uns so viele Duct-Tape machen. Eine Leine können wir uns auch theoretisch machen. Magma-Cream, ach komm. Das Wichtigste ist das Duct-Tape. Huiuiui, du bist nützlich. Zieh sein... Mach deinen anderen Skin bitte an. Das... Hätte man jetzt anders verstehen können. Ach, Manu. Immer muss sowas mir passieren. Warum immer ich? Entschuldigung für die behinderte Stimme. Ich mag sie. Die behinderte Stimme. Iron Leggings. Oh, nein. Nicht twitchen. Ja, ich habe Iron Leggings. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, so lange wie das Eisen hier drin schmilzt, gehe ich einfach noch mal ein bisschen in die Höhle und farm dort Gold. Und... Diamanten! Aber das Lustigste ist, ich werde mir aus den Diamanten sicher kein Schwert machen. Ich meine, wer sowas hier hat, der braucht sicher kein Diamantschwert. Ach ja, ich bin der reichste Babo. Und ich hole mir jetzt Dias und Emeralds und Haus von Apple Stream und Girlfriend. Creeper. Yes! Na dann, lass mal hier runtergehen. Wir nähern uns dem Ziel. April Stream auf der Suche nach dem heiligen OP-Goldapfel der unendlichen Macht halt. So, wir holen uns jetzt Dias und andere Items, die toll sind. Yay! Hui, Gold zum Beispiel. Gold kann man nehmen. Aber ich frage mich nur, ist wohl, obwohl, ist jetzt nicht das Nützlichste, aber immerhin, Gold ist doch ganz nett, ne? Ja, finde ich auch. Gold ist toll. Ach ja, stimmt, hier war der Emerald. Ist es nur einer? Ja, ich glaube, Emeralds kommen immer nur in einem. Ja! Ganz bestimmt. Emeralds kommen normalerweise immer nur in einem Flöz vor, aber... Ja, genau. 5, 6. Ich kann mir Rüstung aus Emeralds machen. Wisst ihr, ich muss mir überhaupt gar kein neue Emeralds-Schwerzer machen, denn die bringt's überhaupt nicht. Wisst ihr, ich mache mir einfach eine Emerald-Rüstung. Scheiß auf die Eisenrüstung, die ich mir gerade eben gemacht habe. Ich mache mir eine Emerald-Rüstung. YOLO. Ich glaube, Emeralds sind sogar stärker als Diamanten. Ja, das sind sie. Diamonds! Ich bin mir da sehr sicher. Und zwar macht ein Diamantschwert 7 Schaden. Ein Emerald-Schwert macht 10 Schaden. Was könnte man denn da als netter Nachbarjunge von nebenan denn interpretieren? Kinder. Warte, was war hier? Ich glaube, aus Redstone-Blöcken... Ich erinnere mich, gesehen zu haben, dass man aus Redstone-Blöcken auch sehr viel machen kann. Deswegen nehme ich auch mal ein bisschen Redstone mit, Alter. Aber das ist ziemlich gefährlich, das jetzt hier einfach abzubauen. Okay, Redstone. Ja, genau. Ich mache mir ein Hoverboard. Sehe ich nicht ein. Ich mache mir ein Hoverboard. Ich habe es verdient, ein Hoverboard zu besitzen. Chainsaw! Oh mein Gott, don't! Random Dungeon, Miner Stream, ja. Instant Survival Shelter. Instant Survival Garden.
A freaking Raygun. Alter, Redstone ist ja richtig abgebufft. Creeper Launcher. Das kann ich mir sogar machen. Extreme Torch. Das mache ich mir sicher nicht. Obwohl. Ich glaube, die locken Caterpillars an oder irgendwie sowas war's. Aber auf jeden Fall, ich will ein Hoverboard. Ich habe genug für ein Hoverboard. Yeah. Girlfriend, wir können uns ein Hoverboard machen. Hättest du da Lust drauf auf mein Hoverboard? Redstone. Nein, nein, nein. Na, oh, 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 oh. So ein Risiko gehe ich nie wieder ein. Ich esse jetzt immer einen Feuerfisch vorher. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Ein Stück. Wow, das ist viel. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Ich habe einen taktischen Plan. Ich nehme jetzt einfach Wasser und gehe da runter. Aber das sehen wir natürlich erst im nächsten Part. Ciao!